Hey, Firm! Hast du die Schraube Nummer 473 gesehen? Okay, es ist immer noch da. Ach, komm schon, Mom. Diesmal könnten wir es auf den letzten Drücker schaffen. Mom! Oh, großes Zauberwesen, das alles auf magische Weise verschwinden lässt, bevor Mom es sieht. Hör auf damit! Bis Dienstag, Vivian. Ich freue mich aufs Totempfahlschnitzen. Mom, Mom, schnell, Mom, guck, bevor es wieder verschwindet! Sieh an, wenn das nicht das Begrüßungskomitee... Keine Zeit für trockene Bemerkungen, wir müssen uns beeilen. Los, 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 los! Hast du das nicht langsam satt? Was meinst du? Immer die gleiche Prozedur, jeden Tag. Wird das nicht irgendwann, wie soll ich sagen, langweilig? Weißt du was? Du hast recht. Das ist mittlerweile ganz schön abgedroschen. Es ist nur so frustrierend. Ich bin immer so nah dran, Phineas und Ferb zu erwischen, aber es endet jedes Mal auf die gleiche Art. Ich sage, vor mir steht ein riesiges Ding, das Phineas und Ferb gebaut haben, aber jedes Mal, wenn du hinsiehst, sagst du immer... Ich sehe es. Ganz genau, ich sehe es. Wie auf Knopfdruck. Moment, wie war das? Ich sehe es. Du meinst, du siehst es ein? Nein, Candace, ich sehe das da. Ist das dein Ernst? Wie könnte ich es übersehen? Aber ich verstehe nicht, wie zum oder wer zum, was zum... Hi, Mom, guck dir das an. Das fliegende Auto der Zukunft. Schon heute. Ist das mein Auto? Sie sieht sogar das Auto. Das fliegende Auto der Zukunft schon heute zieht immer noch ein wenig nach rechts. Phineas, Ferb, kommt auf der Stelle da runter. Okay, Mom, wir sind gleich unten. Oh, da bist du ja, Perry. Was hältst du davon, Mom? Ziemlich cool, hä? Huh? Cool? Das ist das gefährlichste Ding, das ich je gesehen habe. Keine Sorge, es ist sicher. Ferb hat ein neues unsichtbares Helmsystem entwickelt. Führst du ein rasantes Leben, musst du dir einen Kopfschutz geben. Wie könnt ihr es wagen, das alles ohne Erlaubnis zu bauen? Wir haben für alles eine Baugenehmigung. Ich habe meine Erlaubnis gemeint. Heute Morgen habe ich dich gefragt, ob wir unser Auto umbauen dürfen. Ich dachte, du meinst euer Spielzeugauto. Ich hätte euch nie im Leben erlaubt, an meinem Kombi rumzutüfteln. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Aber wir machen sowas doch jeden Tag. Was? Siehst du, Mom, ich hab's doch gesagt. Aber du hast nie zugehört. Aber ich... Mom, Phineas und Ferb bauen eine Achterbahn. Phineas und Ferb sind One-Hit-Wonder. Phineas und Ferb haben mein Gesicht in Mount Rushmore eingraviert. Phineas und Ferb treiben eine Viehherde. Phineas und Ferb haben einen Baumhausroboter gebaut. Machen Werbung für einen Boxkampf. Haben einen Gartenstrand gebaut. Haben eine Zeitmaschine gebaut. Oh, Candace, wie oft habe ich dich paranoid genannt und mit meinen Freundinnen über dich gelästert? Wie viele deiner Geschichten habe ich aufgeschrieben, in der Hoffnung auf eine Comedy-Show? Aber du hast die Wahrheit gesagt. Es tut mir so leid. Du bist die beste Tochter, die sich eine Mutter nur vorstellen kann. Wurde auch Zeit, dass dir das endlich klar wird. Was soll denn dieser Aufruhr? Du meine Güte, das ist in der Tat beeindruckend. Hast du etwa davon gewusst? Naja, nein. Wie wollt ihr sie bestrafen? Mit Fernsehverbot? Sie müssen mich ein Jahr lang bedienen. Beschlagnahmen wir ihren Werkzeugkasten. Ich hab's. Wir nehmen ihnen ihre Sitze im Stadtrat weg. Ihr habt Sitze im Stadtrat? Wir wechseln uns mit dem Vorstand ab. Tja, eine Strafe scheint mir schon angebracht, aber es ist ja kein Schaden angerichtet worden. Hey, Ferb, da ist ja die Schraube Nummer 473. Ich hoffe, die ist nicht wichtig. Wenigstens funktioniert die Parkautomatik. Tut mir leid, aber das geschieht nur zu eurem Besten. Wir wollen, dass ihr zwei einseht, dass das, was ihr getan habt, viel zu gefährlich ist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr verletzt worden wärt. Aber wir hatten doch Helme auf. Keine Sorge, ihre Jungs sind in guten Händen. Wie sie unserer realistischen Broschüre entnehmen können, bietet die Lächle-Nicht-Erziehungsschule eine heitere, friedliche Umgebung, in welcher Sicherheit, Disziplin und Pflichtgefühl gestärkt werden. Ihre Jungs sind in 0, nichts zurechtgebogen. Also, um ehrlich zu sein, Ferb, das habe ich nicht kommen sehen. Baljeet, was machst du denn hier? Ich bin aus der Sommerschule geflogen, weil meine Noten zu gut waren, aber dann habe ich von diesem Ort gehört. Klar, die entmutigen uns und machen uns zu leeren Hülsen, aber Schule ist Schule. Macht's gut, Jungs. Wir sehen uns am Ende des Sommers. Ja! Ich hab Phineas und Ferb tatsächlich drangekriegt. Das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Juhu! Ich bin endlich frei. Die Sonne scheint, die Luft ist mild. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und mich hält jetzt nichts mehr auf. Mein Leben geht bergauf. Ich war besorgt und voll Verdruss. Ab heute fühle ich mich ganz frei. Denn mein Leben ist herrlich. Der Kummer ist vorbei. Ja, mein Leben ist herrlich, denn ich bin frei. Ja, mein Leben ist herrlich, denn ich bin frei. Das sieht aber nicht aus wie in der Broschüre.
konnte es einfach nicht erwarten. Ich habe mich schon gestern rasiert. Nennen Sie mich Kaljeet. Kapiert? Kaljeet. Na schön, hört zu, ihr Würmer. Ihr seid hier, weil sich eure Eltern Sorgen um euch machen. So wie ich das sehe, ist die Wurzel der Probleme aller Kinder ein inakzeptables Maß an Fantasie, Spaß, Kreativität und ungezügelter Schaffensfreude. Was gibt's denn da zu glotzen? Unser Ziel hier in dieser Schule ist es, die gefährlichen Triebe in euch zu zerschmettern und sie durch Struktur, Ordnung, Disziplin und Angepasstheit zu ersetzen. Was macht ihr gerade? Wir führen nur ein paar Änderungen durch. Wir nennen es das Riesenradbett. Damit wird das Aufstehen einfach und macht Spaß. Außerdem kommt man viel leichter nach oben. Und das alles auf Knopfdruck. Ziemlich cool, ha? Huh? Also, das ist keine wirksame Art, ein Bad zu putzen. Das ist auch der Sinn. Bringt es zum Glänzen! Rhythmen. Ich würde ja sagen, es hatte eher einen Free-Jazz-Charakter. Man kann es nicht jedem recht machen. Oh. Aua! Was ist passiert? Ich bin über Ferbs Werkzeugkasten gestolpert. Hast du vielleicht Lust, reiten zu gehen? Was soll denn die Hektik? Entspannen wir uns doch eine Weile. Weißt du, seit Phineas und Ferb weg sind, konnte ich alles machen, was ich schon immer machen wollte. Aber es ist seltsam. Irgendwie vermisse ich die Kleinen. Als hätte unsere Beziehung eine ganz neue Seite, die ich vorher noch nie bemerkt habe. Kleiner Bruder, eines Tages kamst du heim zu mir und bald schon kam noch ein kleiner Bruder für uns zwei. Auch wenn ihr viel Unsinn macht, bleibt ihr doch stets meine kleinen Brüder, denn ihr seid jünger, keine Mädchen und verwandt. Macht ihr manchmal auch ganz schönen Lärm, bleibt ihr doch stets meine kleinen Brüder, denn ihr seid jünger, keine Mädchen und verwandt. Irgendwie runter mit diesem Lied. Also weißt du, du hast endlich alles, was du dir gewünscht hast. Ruf mich an, wenn du wieder besser drauf bist. Okay. Vielleicht lenkt mich ein bisschen Fernsehen ab. Heute in der Morty Williams Show, mein Kind ist böse und ich will jemand anderem dafür die Schuld geben. Wir werfen einen Blick in die landesweit härteste Erziehungsschule, in der man freidenkende Kinder einer totalen Persönlichkeitsumprogrammierung unterzieht und alle Kreativität und Fantasie aus ihnen heraussaugt. Ihr freies Denkvermögen wird im Zaum gehalten. Augenblick mal! Sie gehören nicht an einen solchen Ort. Ich weiß genau, was ich tun muss. Hey, Candace! Jeremy? Wie bist du hier reingekommen? Naja, auf der Seite klafft ein riesiges Loch in eurem Haus. Ach ja, das hätten Phineas und Ferb normalerweise schon längst repariert. Möchtest du vielleicht reiten gehen? Wieso wollt ihr eigentlich alle reiten gehen? Jeremy, ich weiß, was ich heute tun werde. Ich haue meine kleinen Brüder. Sind sie nicht schon genug gestraft? Raus! Ich hau meine Brüder da raus! Cool, ich hab deine Brüder schon immer gemacht. Ich komm mit dir mit. Sowas wie ein Date? Ja, ein seltsames Gefängnisausbruchsdate sozusagen. Altersunangemessenes Basteln ist unsicher und unverantwortlich. Gute Jungs machen ausschließlich ihre Schwestern glücklich. Kreatives Handeln stiftet zur Nachahmung an und ist gefährlich. Seine Fantasie zu benutzen ist moralisch falsch. Das Buch war wesentlich besser. Ein Brief vom Stadtrat. Er schlägt eine Steuer vor, um das Defizit des letzten Quartals zu decken und er braucht die Meinung von Phineas und Ferb. Vielleicht waren wir etwas zu streng mit ihnen. Ja, sie haben geglaubt, sie hätten meine Erlaubnis. Das war wohl alles ein großes Missverständnis. Dann lass sie uns abholen. Was meinst du? Wir können das fliegende Auto der Zukunft schon heute nehmen. Solltest du es nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen? Ja, aber du musst zugeben, es ist ziemlich cool. Ja, es ist ziemlich cool. Hey,
Wo ist das fliegende Auto der Zukunft schon heute? Ah! Entschuldige, das fliegende Auto der Zukunft schon heute zieht ein wenig nach rechts. Machst du Witze? Das ist das beste Date, das ich mir vorstellen kann. Ah! Vielleicht sollten wir den Rest des Weges zu Fuß gehen.